zweiten Teil von diesem Video. Eigentlich hatte ich das ein bisschen anders geplant. Ich wollte euch am Tag oder am Tag danach von dem Fädenziehen berichten. Aber das war alles verkrustet und hat ein bisschen geblutet. Und deswegen dachte ich mir so, das will keiner sehen. Und außerdem sieht man eh nicht viel außer Kruste. Und deswegen habe ich jetzt abgewartet, bis das alles verheilt ist, also die Kruste ab ist und so weiter, um euch jetzt das Ergebnis zu zeigen. Also das ist alles schon so 2-3 Wochen her und ich laufe seitdem mit einer relativ auffälligen Narbe im Gesicht rum, was mich selber schon etwas stört, aber gut. Ich dachte mir, ich erzähle euch einfach die Geschichte, wie es abgelaufen ist, Fädenziehen und die Zeit danach. Ich bin hingegangen zum Fädenziehen, alleine. Ich da jetzt keine Unterstützung gebraucht. Ich wusste ja, wie das abläuft. Das ist nicht angenehm, aber gut. Das hat bei mir dann eine Azubine gemacht, die wohl noch nicht so oft Fäden gezogen hat. Die war total verunsichert. Ich habe das alles mitbekommen und dachte mir so, oh, wieso kann das nicht jemand machen, der sich damit auskennt? Aber klar, man ist Azubi, man muss lernen, bliblablub. Es war dann auch okay. Der Arzt kam dann irgendwann, hat sich das angeschaut, hat gesagt, okay, du sollst jetzt am besten noch 10 Tage lang cremen. Sie hat nämlich die Fäden, als sie die Fäden raus hat, die ziehen da immer mit so einer Pinzette dran und dann schneiden sie es ab. Und ich hatte ja 3 Stiche, man sieht das auch sehr gut hier in der Narbe. Es hat dann ein bisschen geblutet und sie hat dann gefragt, ist das normal? Ich habe halt, sie ist halt immer zu der, zu einer Arzthelferin hingegangen und hat sie gefragt und hat halt geflüstert, aber ich war in so einem Raum mit so einem Vorhang nur davor, also ich habe alles gehört. Aber gut, ich sollte dann noch 10 Tage lang cremen. Mit einer Antibiotikum-Creme, die ich hier noch übrig habe, das ist der Rest. Die heißt Fuji. Die Mediziner unter euch werden sich auskennen und werden sagen, die heißt bla bla bla. Also Fuji ist wohl irgendwie nur die Abkürzung. Keine Ahnung, ich sollte dann 10 Tage lang einmal am Tag ein bisschen Creme drauf machen, also mindestens 10 Tage. Die haben gesagt, ich kann es auch gerne länger machen, aber innerhalb von diesen 10 Tagen ist dann auch die Kruste nach und nach abgefallen. Einmal ist sie wohl nachts abgegangen, weil in der Früh dachte ich mir so, wo ist die Kruste hin? Das war alles schon absolut in Ordnung. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich habe kein einziges Mal dieses Mal Schmerzmittel genommen, was wirklich, wirklich super ist. Also diese Creme war auch top. Die ist nach, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten ist die eingezogen. Ich habe die meistens, naja, ich habe es unterschiedlich gemacht. Mal morgens, mal mittags, mal abends. Naja, mittags nicht, weil ich war in der Arbeit. Seitdem gibt es keine Komplikationen. Ich habe halt diese noch super, super auffällige, sehr rote Narbe im Gesicht. Mich haben noch nicht wirklich viele darauf angesprochen, um ehrlich zu sein. Keiner fragt mich, was hast du da gemacht oder so. Vielleicht denken sie, ich bin hingefallen und hatte eine Gehirnerschütterung und musste genäht werden oder man hat mich geschlagen oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich irgendwie noch gar keiner drauf angesprochen. Seitdem halt so und ich gehe davon aus, dass es bestimmt ein Jahr dauert, bis die verblasst und bis sie wirklich nicht mehr auffällig ist. Ja, das war es dann auch schon mit meinem Infovideo. Also falls ihr Fragen jeglicher Art habt, gerne unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch nicht alles erzählt und nicht alle eure Fragen geklärt, ich weiß es nicht. Sonst, wie gesagt, verlinke ich euch mein erstes Video nochmal unten in der Infobox. Und falls ihr eine OP vor euch habt, wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg. Nehmt jemand mit. Aber wie ihr seht, ich habe es auch überlebt, es ist alles halb so wild. Dann danke ich euch sehr, sehr, sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch oder genau dir weitergeholfen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, wann immer du das Video auch siehst. Danke für deine Unterstützung und auch danke für über 3000 Abonnenten. Das habe ich noch gar nicht offiziell bei YouTube erwähnt. Irgendjemand hat mir dann geschrieben, hey, ich bin deine 3000. Abonnentin. Und ich dachte mir so, wuhu! Also falls du das siehst, ich habe es gelesen, dass du meine 3000. Abonnentin bist. Total cool. Und ich hoffe, wir sind dann bald bei den 4000, 5000, 1 Million. Nein, Schmarrn. 1 Million wäre etwas viel. Aber gut, ich freue mich, dass ihr meine Videos schaut. Und gerne immer Kritik, Verbesserungsvorschläge, neue Videovorschläge unten in die Kommentare. Und ja, genug gelabert. Bis bald. Tschüss.